Das ist Rosberg, eine schöne Kleinstadt im oberbayerischen Alztal. Jetzt, im Jahr 2013, kann es auf eine 100-jährige Geschichte zur Stadterhebung zurückschauen. Aus diesem Anlass sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Dem Aufruf einer Trostberger Bürgerin, den sogenannten Brezensteg, mit einem gestrickten oder gehäkelten Gewand zu versengen, sind viele Bürger gefolgt. Die Aktion ist auch gleich in die schon traditionelle Kunstmeile integriert worden. Der Einladung von Werner Pink, dem Organisator, sind viele Künstler aus dem ostbayerischen und österreichischen Raum gefolgt und haben ihre Werke ausgestellt. So ist eine der größten Kunstausstellungen im südostbayerischen Raum entstanden. Es gibt zwei Bereiche, den Außen- und den Innenbereich. Der Außenbereich zieht sich durch die ganze Stadt. Es haben da die ganzen Großplastiken ausgestellt. Der Innenbereich verteilt sich auf das Atrium und den Postsaal. Sie beherbergen die witterungsempfindlichen Kunstwerke. Aber schauen wir uns mal den Außenbereich an. Da steht der Roboter von Werner Pink, ein Droschberger Künstler. Seine zum Teil monumentalen Werke fertigt er aus Schrott und Abfallmaterialien. Dem Künstler ist es ein Anliegen, diese Altmaterialien einer Wiederverwertung zuzuführen. Viele der Künstler, so auch Werner Pink, arbeiten im Stahlpark Riedersbach und werden von der Energie AG Riedersbach tatkräftig unterstützt. Der kleine Elefant da, der bleibt in Droschberg. Den hat nämlich die Stadt gekauft. Wie hat der Bürgermeister gesagt? Der ist so lieb, in den habe ich mich gleich verliebt. Der muss da bleiben. Dies ist ein Gruß von Georg Meierhanser aus Waldhausen an die Stadt zu ihrem Jubiläum. Auch Meierhanser ist ein überregional bekannter Metallbildhauer. Dann schauen wir mal weiter, was es noch so zum Sehen gibt. Gehen wir mal in Richtung Stadt. Da sind große Metallplastiken ausgestellt und die schauen wir uns jetzt an. Die Eistüten da, die gehört nicht dazu. Aber ein gutes Eis zu machen, ist schon auch eine Kunst. Die Skulptur Stele ist ca. 4,20 Meter hoch und wurde von Harald Herkner, einem österreichischen Künstler aus Lohburg, geschaffen. Er hat die Akademie der Bildenden Künste 1997 in Wien abgeschlossen und beschäftigt sich seither vorwiegend mit der Metallbildhauerei. Auch Andreas Sagmeister ist ein österreichischer Künstler. Er studierte an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. 1991 schloss er mit einem Diplom in der Meisterklasse ab. Seit 1993 ist er freischaffender Künstler in den Bereichen Metallplastiken und Kunst am Bau. Josef Bayer ist ein Künstler von internationalem Rang. Auch er kommt aus der österreichischen Gilde. Sein Studium schloss er an der Hochschule für künstlerische Gestaltung in Linz ab. Rolf Laufen studierte Bildhauerei und plastische Formgebung an der Akademie für Bildende Künste in Maastricht, Holland.
Er wurde 1966 in Jülich im Rheinland geboren. Nach dem Abschluss seiner Studien übernahm er in Wien die wissenschaftliche Betreuung des CISEC-Nachlasses. Er ist Lektor an der Universität Wien und Dozent an der Wiener Kunstschule im Fachbereich Bildhauerei. Rolf Lawens Wohnsitz ist heute in Wien. Er ist ebenso Mitglied im Stahlsymposium Riedersbach. Der Stahlpark Riedersbach bietet vielen Künstlern die Basis für ihr Schaffen. Er stellt Werkräume und Werkzeuge zur Verfügung. Alljährlich im Sommer findet in der Gipshalle des Kraftwerkes ein dreiwöchiges Stahlsymposium statt. Das heißt, etwa 20 Metallkünstlerinnen und Künstler schweißen, biegen, flexen und lassen Skulpturen entstehen, die herkömmliche Dimensionen im Atelier vergessen lassen. Hermann Gscheider ist gebürtiger Burgkirchner. Heute lebt er in Mattighofen in Österreich. Er ist Mitglied der Innviertler und Welser Künstlergilde. Auch Gruber ist Mitglied der Innviertler Künstlergilde. Er wurde 1964 in Ried im Innkreis geboren. Er lebt in Hohenzell in Österreich. Er absolvierte die Fachschule für Holzbildhauerei in Hallstatt, ging dann an die Hochschule und ans Mozarteum in Salzburg. Alto Hiem wurde 1941 in München geboren. Er ist eigentlich Maler und Grafiker, lebt aber in Perrach im Landkreis Altötting. Er studierte von 1960 bis 1965 Grafik und Malerei bei Professor Erich Klette an der Akademie der Bildenden Künste. Auch er arbeitet im Stahlsymposium von Riedersbach. Dieter Grelle beschreibt seine Biografie folgendermaßen. Er wurde 1962 ins Leben gebärt, in einem mediterranen Land an der Atlantikküste. Nach Beendigung seines Innenarchitekturstudiums widmete er sich der Kunst. Seit 1985 ist er auf Ausstellungen unterwegs. Jetzt haben wir ja fast alles gesehen, was da im Außengelände zum Sehen gibt. Jetzt gehen wir hinein. Im Buszeug, auch da, haben Gegenstände ausgestellt von den verschiedensten Künstlern. Hier am Eingang empfängt uns eine Komposition von Leon Pollux. Eine Herde Paviane, die nach Macht und Geld streben, aber aufgrund ihrer Zugtiere doch nicht von der Stelle kommen. In dem schönen, stimmungsvollen Ambiente des Postsaals kommen diese Kunststücke sehr schön zur Geltung. Viele Künstler, die wir aus dem Außenbereich bereits kennen, haben hier ihre Werke ausgestellt. Damit geht in Drosberg eine Kunstmeile zu Ende, die ihresgleichen sucht.